Ich bringe erstmal den Leben wieder hoch. Dann sehen wir mal weiter. Oh, es sind aber viele Schweine. Ja, warum habe ich eigentlich in den meisten Türmen eine Wendeltreppe reingebaut? Das ist im Nachhinein stelle ich fest, das geht auch einfacher. Und zwar deutlich. Wir haben jetzt schon sogar ein Stack Lehm. Das ist ja ein Wahnsinn, wie viel das ist. Also das ist irgendwie gar nichts. Dafür haben wir eine halbe Weltreise gemacht. Also aus Lehm was bauen kann ich, glaube ich, vergessen. Ist ja mittlerweile andersrum. Mittlerweile hat man viel mehr Wolle als Lehm, aber hier ist es ja gar nicht vergleichbar. Ich habe da so eine Idee, aber dafür muss ich da vorne mal auf die Burgmauer. Das denn hinhauen würde hier vorne irgendwo. Deswegen, ja, eigentlich ist es hier total flach. Sogar viel flacher als im Tal dahinter. Es kam mir sehr viel hügeliger vor, als ich da gerade eben durch bin. Ist teilweise ein bisschen zerklüftet, aber mit ein bisschen Arbeit kann man da sehr viel rausholen. Also mir fällt da schon was ein. Irgendwas da unten muss ein stattlicher Bauernhof hin. Und dann haben wir auch schon die erste U-Bahn-Verbindung, die ich bauen werde. Strandhaus, Bauernhof, Burg. Bahnhof kriegt dann auch richtig coole Felder, die hier zwischen die beiden Berge eingefasst werden. Oh ja, mir kommt gerade ein richtig großes Bauprojekt in den Sinn, das dann vielleicht gerade so bis dahin fertig wird, bis es Business geben wird. Oh ja, das wird geil. Dafür werden ordentlich viele Berge dran glauben müssen. Das heißt, will ich das Feld dann. Also, es wird, als wäre wahrscheinlich dann ein Feld. Ein Terrassenfeld. Die einzige Frage ist: Will ich es so bauen, wie ich es auf Members of Day gebaut habe? Oder flacher? Ich würde fast sagen, so wie ich es auf Members of Day gebaut habe. Also das wird dann sehr, sehr, sehr steil. Obwohl wir eigentlich auch nicht. Ja. Hat alles wieder Vor- und Nachteile. Ja, jetzt bauen wir erstmal unten den Bauernhof. Damit wir mal auf andere Gedanken kommen.
Erstmal mit Tier stellen, auch wenn Tiere ja random spawnen. Oh, Schafe. Ja, oder ich fange hier an, schon mal mit den Häusern. Dann verbrauche ich wieder so Tonnen an Holz. Ja, gut, hilft eh nichts. Dann pflanzen wir sie an, aber da unten im Tal, also unten irgendwo, nicht hier oben in der Burg. Hier haben wir zu wenig Platz. So, und zwar, welches Teil wählen wir aus? Kurz an das da. Dann haben wir genug dabei für Äxte. Dann fangen wir nämlich zumindest schon mal an, da ein bisschen weiter zu machen. Und eine Menge Wolle mitnehmen immer. Immer Wolle, weil Wolle ist wichtig. Schaf, komm her! Ich weiß gar nicht, wie wenig ich in meiner alten Welt, so also meine ganz, in meiner Alpha-Welt gespielt habe damals, dass ich gefühlt viel weniger gebaut hatte, zu einem viel späteren Zeitpunkt. Und ich dachte, ich habe das früher gesucht und. So kann man sich täuschen. Habe ich also anscheinend nicht. Na toll. Auch das noch. So, jetzt immer im Dreierabstand anpflanzen. Schade, dass das nicht automatisch geht. Irgendwas, das die Bäume automatisch wieder abbaut. Sie gewachsen sind, das wäre doch mal was. Schön, dass man hier auch so viel sieht. Es gibt sogar neue. Hier sind sogar rote Blumen. Die sind mir vorher gar nicht bewusst aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. So. Okay. Das ist sehr ungünstig hier. Wie ich lieber so sagen, so oben drauf. Hier dann noch eine Reihe Bäume. Sieht das eine Baumform doch relativ platzintensiv ist. So. Okay. Keine Setzlinge mehr. So. Warum bin ich auf die Idee gekommen, das da oben mit Fachwerk ausbauen zu wollen? Oder zumindest mit so einem Pseudo-Fachwerk.
Das sehe ich schon, jetzt war eine blöde Idee, weil das so viel Holz kostet. Vor allem, weil jetzt bleibt irgendwie nichts anderes übrig, außer zu warten. Top. Ich merke schon, das war super doof. Das wäre schon so megamäßig, wenn wir das hier so machen würden. Aber andererseits auch wieder eher so, nee. Wo ist da ist die Burg? Guck, der erste Baum ist glaube ich schon ge. Nee, der steht außerhalb. Schwein. Lalalala. So. Jedes Mal in diese Leiter habe ich das Gefühl, dass das Spiel abschmiert. Weil es so ruckelt. Hier sind wieder Kühe. Ja, oder ich baue halt die Kirche. Ja gut, ich fahre mir unten eh das Holz für die Fahrverkreuzer hier oben. Also unter anderem auch für das hier. Und für alles, was hier oben entstehen wird. Und jetzt nerven mich hier schon wieder Wolken. Ich fass es ja nicht. Oh, wow. Helle Milcheimer. Ist mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass ich die in der letzten Folge nicht geleert habe. So. Machen wir auf jeden Fall nur eine Doppelkiste voller Cobblestone. Also nicht viel. Das ist, naja, nicht wirklich viel. Nee. So, was könnte man machen? Naja, es ist eigentlich auch erstmal egal. Fahren wir hier oben erstmal weiter. Hatten wir dich? Ach, hier ist die. Da unten ein bisschen arbeiten können. Ich die Wolle gerade hin. Wieso habe ich die Wolle nicht zu anderen? Wir haben einfach so wenig Wolle. Aber doch den Reset so viel verloren haben, glaube ich. Oder doch irgendwas anderes, wo ich. Ah nee, durch unseren Tod haben wir so viel Wolle verloren, war das genau. Ach ja. Das war ja so eine doofe Geschichte. Mit der Wolle. Eieieiei, da erinnere ich mich gar nicht gerne zurück an den Tod. Weil da auch zu einem riesen Chaos beim Verlaufen geführt hat. Mal mach ich mir erstmal ein paar Holzäxte. Holzäxte. Äxte zum Holzfällen, meinte ich. Ja, warte, wofür sollen Äxte denn sonst sein, wenn nicht zum Holzfällen? Ich bin mit den Nerven total durch. Oh, sehr gut, Schafe.
Hallo. Ein Schaf. Oh, du bist so doof. Hallo, Schaf. Hallo. Oh, hier sind noch eins. Hallo, hallo. Danke. Ich danke Ihnen. Bleib stehen. Jetzt darfst du in den Tod erst springen. So, erstmal zwischenspeichern. Man kann nie vorsichtig genug sein.